Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich zeige in diesem Video, wie ich Daten zwischen meinem Android-Smartphone und meinem Windows-Rechner kabellos austausche. Ich benutze dazu ein Programm, nämlich QuickShare. Die jetzige Variante von QuickShare wurde gemeinsam von Google und von Samsung im Jahre 2024 veröffentlicht. QuickShare ermöglicht den Datenaustausch von Systemen, die unter Android laufen, also vieler Smartphones, Systemen, die unter Chrome OS laufen, die sogenannten Chromebooks von Google und Windows-System. Ich kann also zwischen diesen Betriebssystemen mithilfe von QuickShare Daten austauschen, und zwar kabellos. QuickShare ist auf Geräten, die mit Android oder Chrome OS arbeiten, schon integriert. Da brauche ich also keine Installation mehr vorzunehmen. Allerdings muss ich auf Systemen, die unter Windows laufen, eine Installation von QuickShare vornehmen. Ich zeige hier die Installation nicht, möchte aber darauf hinweisen, dass ich dieses Programm im Microsoft Store finde und somit das Installieren dieses Programms kein Problem darstellen sollte. Vor der ersten Betriebnahme sollte ich aber unbedingt den Rechner nochmal neu starten. Bei meinen Recherchen ist mir nicht ganz klar geworden, ob am Ende die Daten über Bluetooth oder Wi-Fi direkt übertragen werden. Ich habe deshalb bei meinen Versuchen beides jeweils eingeschaltet gelassen. Auf dem Smartphone und auf dem Windows-Rechner war Bluetooth und WLAN eingeschaltet. Wi-Fi direkt bedeutet übrigens, dass ich dabei nicht über den Router gehen muss, sondern dass eine WLAN-Verbindung zwischen diesen beiden Geräten direkt hergestellt wird. Ich befinde mich nun auf meinem Windows-Rechner und habe QuickShare gestartet und muss nun dafür sorgen, dass QuickShare und beziehungsweise das ganze Gerät wirklich sichtbar wird. Dazu kann ich an dieser Stelle auswählen, wer das Gerät sehen kann. In diesem Fall lasse ich von allen Geräten, die mit QuickShare arbeiten, Daten empfangen. Mein Windows-Rechner ist also nun so eingestellt, dass ich von allen empfangen kann, und wir sehen hier, es ist bereit, Daten entgegenzunehmen. Ich muss nun auf meinem Smartphone ebenfalls QuickShare starten, denn hier muss ich nun eine Freigabe durchführen, damit eben klar ist, wer mit diesem Smartphone kommunizieren darf. Ich bin hier so vorgegangen, dass ich den Zugriff für alle zulasse, allerdings nur für 10 Minuten. Bei meinen ersten Versuchen mit QuickShare hat mich nun tatsächlich irritiert, dass ich hier keine Programmoberfläche öffne, mit der ich nun Dateien auswähle, die ich anschließend übertrage, sondern ich muss tatsächlich in eine Anwendung wechseln, in der sich die Daten befinden, die ich nun tatsächlich übertragen möchte. Ich habe hier nun meine Foto-App auf meinem Smartphone gestartet und habe dort zwei Dateien angewählt. Das geht in diesem Fall einfach dadurch, dass ich hier lange drauf drücke mit dem Finger und anschließend kann ich weitere Fotos durch einfaches Anklicken wählen. Diese beiden Dateien sind nun markiert. Ich klicke auf Teilen. Es werden mir nun mehrere Möglichkeiten angeboten, wie ich die zuvor markierten Dateien teilen kann. Ich wähle hier QuickShare aus, und da ich ja auf meinem Laptop QuickShare gestartet habe, wird nun dieser Laptop gefunden und ich muss hier nun auch noch einmal draufklicken, das darf ich nicht vergessen. Und schon, wenn ich das getan habe, beginnt das Übertragen der Dateien. Anschließend sehe ich auf meinem Laptop, dass zwei Dateien übertragen worden sind, und an dieser Stelle wird mir auch der Speicherort angegeben. Ja, das war es auch schon zur Übertragung von Daten meines Smartphones via QuickShare auf mein Windows-PC. Ja, ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Ich würde mich natürlich sehr über einen Daumen hoch und noch mehr über ein Abo freuen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.